Hallo Leute und willkommen nochmal zurück, Tag 7. So, nochmal die fernen Quellen. Ich habe ja im letzten Part gesagt, dass ich es nochmal machen will. Also, ja, hier, bitteschön. Und hoffentlich schneller. Bitteschön. Das wäre ja ganz großartig toll. Aber ich glaube, ich ändere die Reihenfolge, in der ich das Ganze hier mache. Oder? Auf jeden Fall nehme ich direkt die 10 blaue mit. Und von euch brauche ich nur 20, habe ich gemerkt. Ihr seid ein bisschen zu viele an der Brücke. So, dann nehme ich 20 von euch. Ich nehme 70 blaue Pikmin. Dann können oft auch mal zwischendurch ein paar sterben. Das ist mir dann egal. Und 10 gelbe kommen jetzt direkt mit. Denn es gibt Bombis für die einzusammeln. So. Oh, sie kommen in Scharen zu mir. Ist das nicht toll? Und du stirbst bitte trotzdem. Alle ran. Er ist tot. Sehr schön. Ohne einen Pikmin die Blume wegzureißen. So. Alle ran. Lasst euch nicht fressen. Nein! 5 haben sich fressen lassen. Es war ein Gelber dabei. All of my hate. Alle auf den Rücken. Macht doch endlich Schaden. Macht Schaden. Warum macht ihr keinen Schaden? Warum sind hier so viele gestorben? Das läuft nicht gerade besser. Wie viele Gelbe habe ich noch? Ein paar. Ihr 9. Ihr bewaffnet euch schon mal mit Bomben. Okay, mehr gibt es hier anscheinend nicht. Das ist schade. Ihr kommt schon mal mit. Es gibt Arbeit für euch. Und zwar folgendes. Die Roten. Upp, Entschuldigung. 17. Wo sind gerade meine anderen beiden Roten? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ihr 53 Blaue. Ihr kümmert euch jetzt mal um den Frosch. Genau, tötet ihn. Bitte lass keinen getötet sein. Sind 2 gestorben oder? Nee. Das ist einer gestorben, wenn ich das jetzt richtig sehe. Alle drauf. Ja. Pikmin, die unsere Beute tragen, sind irgendwie vom Weg abgekommen. Blabiblub. So. Ihr 50. Geht bitte alle dran. Und kümmert euch. Um diese Brücke. Wo sind diese 2, die ich angeblich haben soll? Ich verstehe es gerade nicht. Bleibt mal alle weg. Ich kann die aber auch nicht abwählen. Das ist seltsam. Nun, das ist zwar seltsam, aber naja, geht. So, ihr Blauen. Gelben. Entschuldigung. Ihr Gelben. Mitkommen. Ich habe definitiv zu wenig Gelbe eingepackt. Ihr wartet nochmal hier. Ich nehme nochmal 29 Blaue mit. Oder 30, ist mir auch recht. So. Ihr geht jetzt alle nach da oben. Jetzt werdet ihr alle gerufen. Das war schlau, Olimar. Nein, fallt nicht alle runter. Fallt nicht alle runter. Bitte seid genug. Ja.
Ihr seid genug. Sehr schön. Gut, das läuft schon mal sehr viel besser. Das gerade nicht. Alle ran. Und bitte lasst jetzt das Teil nicht wieder fallen, sonst bin ich böse. Ja, ja, der Reparaturbolzen, wir kennen ihn. Und ich werde sehr verbunden, beziehungsweise ich wäre euch, Pigments, sehr verbunden, wenn ihr jetzt nicht hier langlaufen würdet, zu diesem gefährlichen, gemeinen Frosch. Komm mal mit. Genau, guck in die Richtung. Ich hau dich. Komm mit. Sehr schön, Frosch. Braver Frosch. Toller Frosch. Oh Gott, das leckt. Warum leckt es so? So. Ihr seid alle da hinten fertig. Beziehungsweise das nehme ich an. Ihr tragt schon mal den Bolzen rüber. Das läuft schon mal sehr schön. Sind hier vielleicht zwei, die ich vergessen habe? Nein. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ihr alle. Ihr könnt einfach mal... Ihr könnt jetzt das zweite Teil einsammeln, bitte. Reparaturbolzen eingebaut. Wo sind meine Pikmin? Wo sind meine Mannen? Bitte alle zurückkommen. Warum auch immer ihr gerade weggegangen seid. Der Gluon-Antrieb. Wo sind die alle? 64. Geil. Gibt es hier irgendjemanden, den ich übersehe? Nein, ich sehe hier keinen. Ich sehe hier auch keinen. Wo sollen diese zwei gewesen sein, die ich angeblich vergessen haben sollte? Ich verstehe es nicht. Egal. Gut. Beeilung. Ich habe nicht viel Zeit. Gut, die sind alle tot. Das ist schön und gut. Ihr könnt schon mal mitkommen. Ich brauche euch. Ich brauche euch sehr dringend. Sogar. Ihr Blauen. Ihr fangt schon mal an, diese Brücke zu bauen. Beziehungsweise, ihr tötet meine Feinde, die sich dahinter befinden. Die wir jetzt gerade schon festgestellt hatten. Alle mitkommen, alle sind tot. Pigments, nicht doof sein, herkommen. Ihr macht euch jetzt alle an diese Brücke. Sehr schön. Der Dingens-Typ hier, der Frosch, der kann uns mal am Bobo lecken. Und die roten Pigment tausche ich jetzt gegen blaue aus. Dum. Der Gluon-Antrieb, blabiblub. Alle restlichen 14 roten Pikmin verziehen sich mal kurz in die Zwiebel. Der Rest kommt mit. Die Hälfte des Tages ist vorbei und wir haben schon zwei Teile eingesammelt. Das ist schon besser. Immer noch nicht perfekt, aber besser. Habe ich jetzt 100 auf dem Feld? Ja, sehr schön. So, wie mache ich das jetzt? Ihr 64. Ne? Ihr könnt mal was für mich erledigen. Und zwar diesen Frosch. Das macht ihr sehr schön. Nein, tötet ihn! Das war nicht so toll. 11 sind gestorben. Ihr 52 Pikmin. Ihr helft jetzt einfach mal. Diese verdammte Brücke aufzubauen. Und mit den Gelben lasst mir irgendwas einfallen. Damit die schon mal nachkommen können. Du da, blauer Pikmin. Mitkommen, helfen. Ihr Gelben, wo seid ihr? Da hinten. Was macht ihr da hinten? Kommt mit. Der Meister hat euch gerufen. Ihr seid so doof. Mitkommen. Hallo, rauskommen. Mitkommen. Ihr seid 9. 7. Ich kann wunderbar zählen. Ihr helft jetzt auch mit, weil deswegen.
Jo, könnt ihr mal bitte ein bisschen Hinne machen? Das wäre sehr schön. Alle mitkommen. Alle mitkommen. Sehr schön. Es war nicht, dass die Gelben jetzt gerade hinfallen ohne Ende, aber ja, whatever. Schön, dass du gerade den schlafenden Bulborg antypisieren willst. Ihr 75. Ihr geht jetzt alle mal hier ran. Oder auch nicht, weil ihr einfach zu wenige seid. So. Ja, das ist sehr schön. Könnte ich jetzt bitte mehr Bomben bekommen? Sehr schön. Sind schon mal ein paar mehr. Okay, es will keiner mehr Bomben aufheben. Das ist in Ordnung, auch wenn da noch ein paar liegen. Nicht gut, dass jetzt gerade... Ihr kommt alle mit. Schneller, schneller, schneller. Ich habe keine Zeit. Und das eine Teil da hinten darf ich jetzt nicht vergessen. Aber ist gerade unwichtig, weil Mauer kaputt machen und so. Mauer kaputt machen, wichtig. Komm schon, mach sie kaputt. Sehr schön, hat gereicht. Gerade so. Okay, Gelben brauche ich jetzt fürs Erste nicht mehr. Oder doch? Ich weiß es gerade nicht. Doch, ich brauche sie. Nein. Gut, schön blabiblub. Ihr 79. Blauen Pikeminze. Ihr kommt mit. Und wir gehen jetzt... Was machst du da hinten, blauer Pikmin? Das ist mir jetzt egal. Wir machen jetzt Rambazamba. Wir töten jetzt. Nein, ihr lasst das Gras in Ruhe. Wir schnappen uns diesen Feind da hinten. Und hoffen, dass er uns nicht bemerkt. Kommt schon, Feindchen, rück an. Er muss uns erstmal sehen. So, er sieht uns, wir laufen weg. Komm schon, pack dein mächtiges Gebläse aus. Ah, kommt schon. Catcht ihn durch. Ah. Ihr seid echt so die schlauesten Pikmins aller Zeiten. Das ist echt unglaublich. So. Nein, er ist nicht tot. Toll, jetzt liegt das Teil da drüben. Catcht jetzt alles durch. Catcht sie alle durch. Tötet sie alle. Nein. Das lasst ihr schön in Ruhe. Ihr geht jetzt alle nur hier dran. Das interstellare Radio. Und ich hätte gerne, dass ihr das andere Teil weglasst. So, sehr schön. Während ihr das Ganze jetzt mal... Kann ich das hier eigentlich angreifen? Ja, es geht. Was bringt es mir nochmal? Ich habe es vergessen. Oh nein! Ich habe es! Ich habe das Monster befreit! Wohin geht ihr, Pikmins? Ihr da, mitkommen. Alter! WTF! Wohin geht es? Oh Gott!
Wohin geht es? Warum tut es das? Das gefällt mir gerade nicht. Ihr 30, packt mal Zeug ein. Wo ist es hin? Es ist hier. Was tut es? Es gefällt mir nicht, was es da tut. Oh Gott. Okay, Gegenlauf macht mir Schaden. Das ist nicht so toll. Und gefällt mir auch gerade nicht so gut, dass ich irgendwie gerade Zeitprobleme habe, die ich vorhin nicht hatte. Ihr alle, helft mal bitte damit. Ich glaube, das war nicht so schlau, dass ich das befreit habe. Ich weiß nicht, ist nur so eine Vermutung. Oh mein Gott, was ist das? Ich weiß es nicht, aber das nächste Mal befrei es nicht. Definitiv nicht, das Interstellarradio. Alter Schwede. Die bloße Berührung tötet es. Wir haben die Mauer eingerissen und vier Teile eingesammelt. Das war doch schon mal ganz, ganz gut. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht schaffen wir es. Vielleicht doch. Es sind ja nur 6 Teile. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und der Gesang wird auch nicht besser. Egal wie oft ich es mache. Verdammt. Nein, ich habe Pikmin zurückgelassen. Ja, der eine. Ich weiß auch nicht, warum er da hinten stecken geblieben ist. Also mir egal. 7 Tage seit Absturz. Die Pikmin, die ich nicht zur Zwiebel brachte, sind über Nacht verschwunden. Sie sind wohl den hiesigen, nachtaktiven Kreaturen zum Opfer gefallen. Vielleicht folgen die Pikmin mir deshalb in die Atmosphäre. Langsam beginne ich, die Regeln dieses Planeten zu begreifen. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Zurückgelassen 2, im Kampf verloren 73. Die Population unserer blauen Pikmin hat stark abgenommen. Das war allerdings leider zu erwarten. Wir haben 74 blaue, 49 gelbe, 171 rote. Ist okay. Ist okay. Nicht perfekt, aber okay. So. Das war's für diese Folge. Nächste Folge gehen wir nochmal hier rein und versuchen es einfach mal, die 6 Teile einzusammeln. Wenn nicht, wird es halt ein 10-Tage-Run. Das ist dann ja auch nicht so schlimm. Also, ich komme damit auch klar. Es ist auf jeden Fall besser als meine 15. Ah, die 9 Tage würden mich schon reizen. Also, Leute, wir probieren es einfach mal. Und ja, ich sag dann einfach mal ciao, ciao.